Hast du den Sprung denn danach geschafft? Nee. Der ist eigentlich voll easy. Alle nicht. Der ist wirklich voll easy eigentlich. Ich weiß nicht, einmal war nicht abgesprungen, einmal war Kopf. Oh Mann, oh, der Sprung danach ist halt super, über hyper Toki, weißt du? Wir sind auch noch deine Mutter. Aber ganz ehrlich, was ich mal sagen muss, ja. Ja, schon merkwürdige Leute in der Uni. Also, und dazu. Christian! Ja, scheiße. Fang jetzt nochmal an, Physik zu studieren in Bonn. Und. Ja. Ich hab das nicht erst geschlagen, Alter. Ich hab das gesehen. Und, Ich hab getroffen, Power. Also, ich hab das letztes Jahr schon mal angefangen. Oh, Tuki, hör auf. Tuki, wär's mal, wenn du aufhörst, deine gottverdammte Taste zu melden. Und. Mach ich es nochmal und mal von neu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr sind die Leute jetzt rein optisch noch schlimmer. Viel angenehmer. Oh. Nee, viel angenehmer. Das kann nicht sein. Oh, snap, was ist da los? Also. Und die Frauenquote ist so krass hoch. Was hast du jetzt nochmal? Physik, ne? Okay, ich komm. Nein. und wie sehen die aus, Chris? Okay. Ten-Ten. Ja. Gesichtselfmeter. Das Ten-Ten would bang, ja, easy. Nicht! Oh, und Ten would die. Oder so. Hat nicht schon einer eine Leiter? Hey, Chris, okay, es gibt halt wieder so ein paar Jungs, die eben, ne? Aber. Die aussehen wie Lukas. Ich kann mich mal erinnern, dass wir mal mit einem Rallye-Kurs so einen. Uni. Affenhaus, nee, ach so. Kurs besucht haben, ne? Ja. Und da saßen auch Leute drin, weißt du? Natürlich, also alterstechnisch erstmal durch, ja? Also teilweise auch Omis saßen dabei, aber. Amis? Omis. Achso, Omis. Omas. Ja, ich hatte heute hinter mir einen in der Vorlesung sitzen, der war locker über 30. Ja. Und saß da mit einer Kappe irgendwie und da mitgeschrieben. Das ist doch nicht dein Ernst! Und bei jedem Ficksprung fällst du einfach ganz nach unten! Es gibt keine Safe Spots in diesem Scheiß. So eine ganz normale Kappe oder so eine Base Cap? Oh, ist das eine ganz normale Kappe. Achso. Ja, aber. Base lustiger. Nee, aber ganz ehrlich. Respekt, dass sie das machen, weißt du? Ja gut, die Omnis, da kann ich mir vorstellen, haben zu viel Geld und zu viel Zeit. Ja. Ich weiß, ob man sich so viel Respekt vor denen hätte. Wer weiß, wie lange der da schon studiert. Scheint sich das Semester, wenn er den Fokus macht. Semester? Das ist der Hausmeister, Alter, ja, der hat sich dazu gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Das wäre echt. Das ist gar nicht. Wer müsste ich wieder Hausmeister? Was? Das Aber es gibt halt auch echt Leute, die Standard eines Nerds, sag ich jetzt mal. Echt da. Ja, Alter, es gibt wieder den einen, der das. Pff. So, weißt du, das gibt's halt da, ne? Das ist halt Physikstudiengang. Einen, der, wenn der eine Frage stellt, dann steht auch der Dozent erstmal da und denkt so, was? Weil. Ich glaube, wenn, dann würde ich Medizin studieren. Der ist halt super krass, der Toki. Du kannst ganz bestimmt Medizin studieren in Deutschland. Ja, ich nicht, aber ich würde, ja. Du kannst machen, was ein Kumpel von mir macht. Nämlich. Nichts. Nee, der ist nach Ungarn gegangen. Ja, nach Ungarn, komm. Ich kann auch nach Holland, Ungarn, whatever. Und hat da angefangen, Medizin zu studieren. Und ich dann kannst aber kein Medizin studieren, weil ich es lernen möchte, weißt du? Hä? Es geht aber um eine gewisse Quote. Ten-Ten Bang, ja. Bist du behindert? Ja. Ja. Alter. Und geilste, du musst einfach nach Amerika, dann... Hier, Schippen. Das... Ja, sprich dich aus. Ja, hab ich gleich gesagt. Schippenium für LOL und dann easy. So, ja. Was soll ich sagen, bitte? Oder halt ich habe übrigens gelesen, wenn wir da wieder drüber reden wollen, dass. Es gibt ja das Expansion-Turnier, ne? Tournament, ne? Bald. Aha. 9.10. Platz LCS. Aha. Okay. Achso, okay, mhm. Aber immer so ein Black Monster Cup kam heute. Oder war es gestern?
Gestern kam das Finale davon, ja. Escape Prime gegen Unicorns of Love? Nein, aber das Turnier um für die 9 und für um die 9, den 9. und den 10. Platz in der LCS zu besetzen, ne? Ja. Und es soll wohl in NA 2 Full Korean Teams geben, die da mitspielen wollen. Und in EU. Zwei Full was? Korean? Korean Teams, Full Korean Teams. Oh ja, GG! Und in EU ein Full Korean Team. Ah, oh, ich hab's fast geschafft, du Mongo! Fast. Was? Fast. Ja, fast. Was? Ja, keine Ahnung. Ich finde, da könnte man auch irgendwie so eine Quote reinpacken, dass sie irgendwie so mindestens weiß ich nicht, aus zur Hälfte oder zu drei Viertel aus. 3-2 das Verhältnis hier. NA, EU, Korea, ja, ihr wisst, was ich meine. Also halt die örtliche Region plus Koreaner oder Asiaten. Oder was auch immer, ja, weil das ist einfach lächerlich, weißt du, die kommen dann hin, weil sie in ihrer eigenen Liga zu scheiße sind einfach. Ja, und NA und die US ist zu scheiße. Das ist halt funktioniert, ne? Ja, das ist halt so. Also, nee, ich meine nicht, dass die da hinkommen können, sondern es ist traurig, dass sie dann da einfach dominant mitspielen können, wenn sie in ihrer eigenen Region zu scheiße sind. Ja, richtig. Ja, das sagt ja im Endeffekt sagt das nur aus, dass die Asia-Liga halt nur da über allem ist, so wie in meinen Games. Oh ja. Weil die keine Hobbys haben. Fuck. Das auch. Alter, ich möchte diesen Sprung möchte ich jetzt mal gerne wieder schaffen. Darf ich das bitte spielen? Nein? Okay, fuck you. Ich kann nicht sagen, Mann. Das ist so. Alter. So. Das ist wahrscheinlich der letzte Ecksprung, den man da oben machen muss, wa? Ja, das ist auch. So eine Scheiße. Echt. Ach komm, wie häufig die einfach nicht abspringen? Toki, ja? Ist jetzt eigentlich Sonntag Zeit oder nicht? Ich hab da sogar auch morgen Zeit. Oh, das ist sogar morgen Zeit, das ist sogar umso besser. Morgen und Sonntag. Oh, das ist sogar noch besser, ja. Wollt ihr Dark Souls aufnehmen? Ja, wollen wir Dark Souls heute spielen. Ich habe nämlich gestern meinen privaten Account mehr oder weniger auf das Niveau von unserem Aufnahmeaccount gespielt. Das heißt auch wieder das Loch und so gemacht, weißt du? Läuft. Und dabei noch so ein, zwei Sachen entdeckt, die wir glaube ich nicht gefunden haben. Weil das halt immer läuft. Und ja, wie gesagt, das wäre ganz cool. Und ich habe mir gestern noch ein Spiel gekauft, was du auch unbedingt noch spielen musst. Was denn? Auch für die Aufnahme. Oder auch Aufnahme. Achso. Hä? Also spielst du das dann oder was? Also durchspielen nee, oder nein, was? Nein. Ja, durchspielen ist relativ. Sondern. Challenge oder was? Nein, noch nicht mal. Du spielst das dann einfach und ich bin dann, weiß ich nicht. Halbe Stunde AFK oder so. Hä? Okay. Ja, wenn du zu mir kommst. Das liegt daran, dass wir die Facecam brauchen müssen. Du kannst jetzt, wenn du schlau genug bist, kannst du einfach mal in Steam gucken, was das letzte gekaufte Spiel von mir ist. Ich bin aber nicht schlau, Lukas, ich bin faul. Ja, ich weiß. Oh, das ist irgendwie. Das ist ein Spiel, du bist AFK und what the fuck? Eigentlich müsste. Outlast sein. Oh mein Gott. Kommt nah dran. Amnesia. Oh, das. Evil Wolfen. Bitte, Evil Wolfen. Nein. Evil Wolfen. Sieht aus, als hätte ich Geld zu viel. Raus, oder? Ja, das ist voll geil, Alter. What the fuck? Das Spiel soll mega nice sein. Ich hab nämlich eine Spielversion bekommen. Ich guck jetzt mal nach, aber ich werde es nicht sagen, weil das ist dann voll Überraschung. Ja. Fick dich, Chris. Guck ich auch nach. Ich bin jetzt ein Mongol. Alle auf Chat, easy. Ich mach das in der Zwischenzeit, ja? Ist okay. Ja. Und Tuck, ich glaube, das wird dir Spaß machen. Ich hab leider, als ich das bei mir aufgenommen hab... Krieg ich die Werbung für Dark Souls? Ich hab das Spiel schon. Ich muss... Kacken. Ich weiß nicht. Es gibt ein neues DLC. Ist das das, was ich denke? Oh ja, das ist es. Ist das das mit dem... Ich hab das gestern schon selber aufgenommen, aber ich hab leider die Facecam gefailt. Das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade ist das gewesen. Ich hab erst an meinen Freund noch. Das machst du viel Aufwand. Ja. Nicht so. Vorsagen, okay? Das ist geheim.
Geheim. Ein geheimes Geheimprojekt, könnte man sagen, ja. Du kannst es dir angucken und dich ärgern. Oder dich freuen, weiß ich nicht. Kennst du es? Okay, noch nicht. Noch kennst du es nicht. Könntest du. Alles gut. Ist alles gut. Und guck dir keine Videos an, das spoilert. Sollte man sich nicht spoilern. Also ich hab das schon ein paar Mal hier gesehen, also. Das ist der Name, aber. Ja, ja, okay. Aber wie gesagt, spoiler dich nicht, weil ungespoilert ist das um einiges cooler. Alter, das ist retarded, der Jump da oben. Chris, ich brauch mal eine Leiter. Willst du nicht mal eine Leiter spendieren, damit du hier weiterkommst? Ich hab keine Leiter. Du hast eine Leiter? Nein. Doch, hast du. Nein. Doch. Ich könnte meine kaufen, aber ich hab keine. Du hast dir gerade eben keine gekauft, warum nicht? Weil ich die Special Level erstmal freischalten will. Fuck. Die müssen sie auch freischalten. Nee, dann nee, müssen wir mehr Arbeit machen. Was? Bist du behindert? Ja, was? Bist du behindert? Ja, Alter, mehr Arbeit. What the fuck? Was ist los mit euch? Ja, ist so. So, für die Special Level, ja. Das gucken wir dann mal. Aber tuck. Chris, sag ich dann, wir brauchen jetzt hier eine Leiter, damit wir mal weiterkommen. Ja, Alter, ich schaff den Sprung, den langen Action. Hier, da müsste eine Leiter dran, an diesem gottverdammten Block. Ich glaube, ich dreimal bisher geschafft. Wie lange springen wir schon? Seit einer halben Stunde? Jetzt habe ich ihn wieder mal geschafft. Und jetzt habe ich den geschafft und jetzt bräuchte ich da eine Leiter. Goddammit! Ich bräuchte überall Leitern einfach, dann könnte ich hier alles so durchjumpen. Yes, sir! Aber du kriegst gleich hier fertig, dann ist Chris gleich wieder fertig. Nee. Und dann darfst du wieder 10 Minuten rumgammeln, dann bin ich nicht fertig und wir brechen ab. I see it coming! Und Chris auf zu AFK zu sein. Was ist das? Ist das jetzt ein Ernst? Boah, das ist ein Ernst. Ich kann dir gleich mal, Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Oh, Alter. Ich schick dir gleich mal Sachen auf Facebook. Okay. Oh, okay. Aber nichts für Spoiler. Nee, ganz andere Richtung. Ich ist wieder okay. Da, scheiße. Alles klar. So, ich hab's geschafft. Also wer jetzt aufgeben möchte, kann das jetzt. Lukas, schafft das jetzt? Jetzt gleich ist Chris fertig? Okay, lass dich gucken. Nee, never ever. Na klar, Alter. Ich schaff den Sprung auch nicht, Tuki. Ja, sagst du jetzt, aber dann schaffst du es trotzdem, einfach weil Lukas es geschafft hat. Dann hänge ich hier wieder 10 Minuten. Bin wie so ein behinderter Mongol, aber nur noch Scheiße vom Penis und Chaos und Kack. Und dann verkacke ich. Standard. Ja, classic. Ist so. Hast gelacht, was? Ich hab dich schon gehört. Ja, ich bin gerade noch ein Game-Mod, du Lutscher. Ja, mach das zurück. Wollt gucken, wie viele Level es gibt, und es gibt zwei. Zwei in Zahlen, zwei. Das heißt, das hier ist das erste gewesen, und auf der anderen Seite ist das andere. Tada! Ich bin ein Held. Aber das wiederum heißt auch, dass wir heute diese Dings hier abschließen könnten. Die Map? Die komplette Map? Nein, das Ding. Die Factory. Oh, Tony, du kleiner unwissender Bauer. Wisst ihr eigentlich, wo ich bin? Anzahlende Mongo! Tuki, du hast nichts Interessantes zu sagen, das wissen einfach jetzt schon. So. Willst du da. Ja, Tuki, sprich dich aus. Ah ja, jetzt mal eine Frage von vorne nochmal. Warum spielst du mal die ganze Map nochmal neu durch? Ich spiel nicht neu durch. Level 1, what the fuck? Wir waren doch schon fertig. Ja, aber das war. Das sind unterschiedliche Abschnitte. Das ist unterteilt in unterschiedliche Abschnitte. Es gibt in der Section 1 und in der Section 2, ja? Mehrere Welten, mehreren Welten, also Inception-mäßig. Ja, so ungefähr. Mein Inception, okay, easy. Ja, ich würde es eher, weiß ich nicht, mit Mario vergleichen, aber. Schon eher. Du Penner, ich hab das vierte Mal den Sprung geschafft und wieder verkackt, ey. Was ich jetzt übrigens gerade eben sagen wollte, ja? Während Toki seinen uninteressanten Smalltalk von sich gegeben hat. Smalltalk. Dass wir mittlerweile schon über 100 Folgen gemacht haben. Wie soll ich diesen verkackten Sprung hier machen, Lukas? Sag mir das mal. Du musst halt bis zur Kante. Der dritte Kacksprung, was? Mann, du läufst hier bis. Also, du springst mal wieder von dieser Kante ab, ja? Ja. Und du kannst auch so ein bisschen gegen die Wand springen halt und dann. Shift drücken. Aber der ist super knapp einfach, der Jump. Das ist. Ja. Das ist. Also, der Sprung ist super knapp. Einfach alles. Weißt du, ich hab's einfach wieder geschafft und das war's. Das heißt, End of Story. Wir einfach durchgelackt und das war's. Tuck, ich hab das gesehen, ja? Nein. Ich schreck mich hier rum, das ist voll verwirrend. Ich würde sagen, bist voll und dann. Bist voll, ja, ist okay. Oh mein, ich bin offen. Ah, ich hab's schon geschafft, easy. Das ist also für die Zuschauer, Feier mal. 8 Minuten. 8 Minuten. Die skippen wollen. Wobei, dann skippen wir vielleicht die ganze Folge bis dahin. Kann gut sein. Nice. So.
Aber vielleicht schafft es ja noch einer. Dann werdet ihr es nie erfahren. Ja.